Willkommen zurück zum nächsten Technical Trading, das ich in Kooperation mit Arriva präsentiere. Mein Name ist René Wolfram von realmoneytrader.com und auch heute eine aktuelle Trading-Chance, diesmal im Bereich der Bonds, und zwar genau genommen bei den 10-Year T-Notes. Lässt sich auch abbilden mit dem T-Bond, aber wir wählen hierfür die 10-Year T-Notes, die 10-jährigen US-Staatsanleihen, und haben hier eine 75-prozentige Wahrscheinlichkeit. Wofür wir uns diesem Setup allerdings widmen, natürlich wie immer der Blick auf die rechtlichen Hinweise, die auch heute wieder gelten. Wir sehen hier die Kapitalkurve dieser Strategie, und zwar beginnend 1978, und wir sehen, dass das natürlich auch mit Konsolidierungen, mit Rücksetzern, aber dass es insgesamt über nunmehr mehr als 4 Dekaden, 44 Jahre, sehr stetig positiv läuft. Bei diesem Trade wird zum Monatswechsel die Long-Seite im Bondmarkt gespielt, und das wird hier mit folgendem Produkt umgesetzt. In dem Fall gehandelt wird ein Turbo Open End auf den T-Notes Future von HSBC. Hebel liegt bei etwa 11. Die WKN lautet HG3 WEF. Einstieg Market, Stop-Loss 1 Euro, und der Exit ist zeitbasiert am 2.8. zum Handelsende. Das war das Setup für den heutigen Tag. Ich wünsche allen einen spannenden und erfolgreichen Handel.